wenn das Internet mal wieder länger braucht. Der Glasfaserausbau hierzulande kommt nur schleppend voran. Im internationalen Vergleich der Netzgeschwindigkeit liegt Deutschland noch hinter Rumänien und Bulgarien. Dabei hatte sich die Große Koalition eine klare digitale Agenda verordnet. 2018 soll jeder Deutsche Zugang zum schnellen Internet haben. Doch bis heute haben gerade mal 75% aller Haushalte Internet mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde. Vor allem die ländlichen Regionen, speziell im Osten, bleiben abgehängt. Schuldzuweisungen. Der Kollege Dobrindt hatte die Verantwortung dafür in dieser Legislaturperiode. Und ich kann nicht genau sagen, weshalb es nicht geglückt ist, das Ziel aus dem Koalitionsvertrag zu erfüllen. Wir haben 300.000 Kilometer neue Glasfaser in ganz Deutschland. Von daher, da ist unglaublich viel Dynamik drinnen. Schön wäre es, wenn wir bei den Start-up-Unternehmen deutlich weiter gekommen wären, als das in der vergangenen Wahlperiode möglich war. Aber da hat Frau Zypris Verantwortung. Ihr Wirtschaftsressort ist zuständig für Industrie 4.0. Doch vor allem der Mittelstand arbeitet oft noch analog. Das Bildungsministerium schaffte es nicht, die Digitalisierung an jede Schule zu bringen. Der Innenminister führte den elektronischen Personalausweis ein. Ein Erfolg ist er bis heute nicht. Man hat von Anfang an schwere strategische Fehler gemacht. Man hat aber vor allen Dingen die Zuständigkeiten weiter zergliedert. Vorher waren 3 bis 4 Ministerien zuständig. In dieser Legislatur unter der GroKo waren das 5 bis 6 Ministerien. Alle zeigen immer mit dem Schuldfinger aufeinander. Störerhaftung, Urheberrecht und Netzneutralität. Keines dieser Themen wurde von der Bundesregierung konsequent angegangen, beklagt die Internetwirtschaft. Ein Internetminister wäre aus unserer Sicht der verlässliche Ansprechpartner für solche Entscheidungen. Wir brauchen Zentralisierung, Fokussierung, Federführung, einen Platz am Kabinettstisch. Netzpolitiker quer durch alle Parteien stimmen zu. Wir müssen das Thema bündeln. Wir brauchen eine Person, die am Kabinettstisch sitzt, die immer wieder den Finger in die Wunde legt, die immer wieder von Digitalisierung spricht. Das kann ein eigenes Ministerium sein, das kann ein Staatsminister im Kanzleramt sein. Nur die eigene Ministerin hält dagegen. Ich bin nicht glücklich über diese Idee eines Internetministers, weil das ja bedeuten würde, dass man alles das, was digital ist, aus den einzelnen Ressorts rausnimmt und in ein Ministerium schafft. Das bringt allerdings hohe Abstimmungen. Jetzt im Wahlkampf rufen wieder alle nach Digitalisierung, genau wie schon vor 4 Jahren. Wir müssen in diesen Breitbandausbau mehr investieren als in alles andere, weil das ist die Infrastruktur der Zukunft. Die Welt schläft nicht. Wir wollen nicht im Technikmuseum enden als Deutschland, sondern wir wollen vorne mit dabei sein. In den Wahlprogrammen verspricht die SPD, für digitale Ausrüstung sollen kleine und mittlere Unternehmen einen Zuschuss erhalten. Die Union will künftig zum Beispiel den Antrag auf Kindergeld über ein elektronisches Bürgerkonto abwickeln. Die Linke warnt vor der Entstehung eines digitalen Prekariats. Und die Grünen wollen für den digitalen Aufbruch Telekom-Aktien im Wert von rund 10 Milliarden Euro veräußern. Der Teufel liegt im Detail. Und in Sachen Bildung, das sind dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Und an diesen Stellen fehlen mir einfach die konkreten Aussagen, wie finanziert wird. Die Digitalisierung Deutschlands hängt in der Warteschleife. Wer sie künftig organisiert und wovon sie bezahlt wird, das muss die nächste Koalition neu regeln.